Tschüss Alltag, hallo Freiheit, wollen wir ins Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis. Nach der Hinrunde in der Mittelrheinliga hätten wohl nur die allerwenigsten gedacht, dass der TV Herkenrath mit einem Sieg beim FC Hennef das Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga praktisch vorentscheiden könnte. Nach 15 Partien die Hennefer noch mit 7 Punkten Vorsprung vor den Herkenrathern. 10 Spieltage später sind es sage und schreibe 6 Punkte Rückstand und die Hennefer, sie haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Eine ganz wichtige Partie also für Sascha Glatzel und seine Elf in der ersten Halbzeit von rechts nach links und ganz in Rot. Das Momentum und damit auch die Favoritenrolle, aber derzeit ganz klar auf Seiten der Gäste aus Bergisch Gladbach. 30 von 39 möglichen Punkten in den vergangenen 13 Spielen geholt. Der FCH in der Rückrundentabelle dagegen derzeit sogar auf einem Abstiegsplatz, aber mit dem besseren Start in die Begegnung. André Klug alleine durch, aber Andreas Katz, Sieger im 1-gegen-1, starke Tat vom Herkenrather Schlussmann. Und die Hausherren auch weiterhin mit gefährlichen Offensivszenen. Wieder aus der Umschaltsituation heraus, Najar mit dem Abschluss, aber erneut Katz. Der 29-jährige Routinier, ein sicherer Rückhalt für sein Team. Der TV Herkenrath in Halbzeit 1 harmlos und trotzdem fast mit der Führung. Keeper Altmann wach, es wäre ein Eigentor von Klug gewesen, aber so 0:0 zur Pause. Die Herkenrather im Winterjahr mit einem Trainerwechsel. Der 49-jährige Chris Burhenne aus den Niederlanden, unten am Bildrand, Chefcoach bei den Gästen. Die Halbzeitansprache in der Kabine wird ordentlich gewesen sein. Sein Team, es zeigte jetzt ein anderes Gesicht. 51. Minute, Foul an Salman, gerade noch so vor dem Strafraum. Es gibt nur Freistoß. Das ist wie gewohnt eine Sache für Vincent Geimer. 16 Meter und drin. Tja, von wegen nur Freistoß. Geimer, ein Standardspezialist und mit relativ wenig Problemen, diesen Ball im Tor zu versenken. Der 25-Jährige mit seinem 14. Tor und damit schon jetzt 2 Treffer mehr als in der vergangenen Saison. Niklas Altmann im Kasten der Hennefer zuerst mit 2 Schritten aus der Torwartecke heraus und dann chancenlos gegen den platzierten Abschluss. Keine 10 Minuten später, die Gäste jetzt um mehr Kontrolle bemüht. Aber dann, schlimmer Fehler von Lanwa und dann geht's ganz schnell. Dennis Eck auf Klug, eiskalt. André Klug in der ersten Hälfte noch mit einigen vergebenen Chancen, jetzt macht er sein Tor. Die Hennefer mit der schnellen und wichtigen Antwort. Der FCH ist ja unglaublich heimstark, vor allem auf dem Rasenplatz. Im vergangenen Jahr gab es erst 3 Heimniederlagen und die allesamt auf Kunstrasen. Das Spiel in der zweiten Hälfte deutlich offener. Es ging um viel und genauso spielten beide Mannschaften auch. 5 Minuten später, Hennef noch euphorisiert durch den Ausgleich, aber hinten unglaublich offen. Herkenrath spielt das richtig gut aus. Auf links ist Lojakonow völlig blank. Starke Bewegung zum ersten, unfassbar gerettet. Zweiter Anlauf, 2:1. Ganz kurz nach dem Ausgleich der TVH mit der Antwort, der Konter klasse. Zielstrebig bis zum Ende gespielt und Herkenrath ja nicht umsonst die beste Offensive der Mittelrheinliga. 63 Tore in 24 Spielen vor dieser Partie. Es läuft einfach beim Spitzenreiter. An dieser Stelle aber auch nochmal eine Würdigung für Yannick Genesi für die wahrscheinlich beste vergebliche Grätsche der Saison. Die Gäste in der Folge das bessere Team drängten auf die endgültige Entscheidung nach dem langen Einwurf Jasper Löffels direkt, aber am Ende ein paar Meter am Kasten vorbei. Die Herkenrather verstanden es in der Folge geschickt, den Hennefern die Lust am Spielen zu nehmen, auch immer mal wieder die ein oder andere Sekunde rauszuschinden, kurz vor Schluss dann noch einmal eine Ecke. Geimer mit dem Ball in den Strafraum, Retterath kurz angetäuscht, 3:1, die endgültige Entscheidung. Am Ende die Gäste einfach den Ticken abgezockter, reifer und eiskälter als der FC Hennef, siegen im Spitzenspiel deswegen am Ende verdient mit 3:1. Der FCH verliert nicht nur das Spiel, sondern auch den Anschluss an die Tabellenspitze. Durch die Niederlage schieben sich Friesdorf und Siegburg vor die Hennefer. Allerdings beide haben nicht für die Regionalliga gemeldet, aber selbst mit einem Sieg im Nachholspiel Hennef noch mit 6 Punkten Rückstand auf den TV Herkenrath. Für Glückwünsche ist es also definitiv noch zu früh. Die Champagnerflaschen und das Bier, sie bleiben erstmal noch ungeöffnet, aber
Kalt stellen kann man die Getränke im Bergisch Gladbacher Osten definitiv schon mal. Der TV Herkenrath kurz vor dem größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte mit Riesenschritten unterwegs in die Regionalliga. Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft zum Discounterpreis.